Ein gutes neues Jahr aus der landwirtschaftlichen Genossenschaft Klagenfurt St. Veit-Rosenthal. 2020 hat er mit der Erkenntnis geendet, Landwirtschaft ist unverzichtbar für die Gesellschaft. Doch die Bauern haben das erstmalig verspürt. Systemrelevant heißt das jetzt neudeutsch. Wir haben aber auch gesehen, die Verwundbarkeit des Sektors, der durchaus auch abhängig ist von globalen Warenströmen und der ohne die Fremdarbeitskräfte in der Fleischindustrie oder bei den Saisoniers im Gemüsebereich alleine durchaus verwundbar wäre. 2021 hat nicht nur wegen der versprochenen Impfung, sondern auch so mit sehr viel wirtschaftlichem Optimismus grundsätzlich begonnen. Es ist eine gute Stimmung, vieles gibt den Menschen auch wieder Sicherheit. Das eine sind einmal die tiefen Zinsen, die durchaus einladen zu investieren, wenn man Mut hat, wenn man Licht am Ende des Tunnels sieht. Und das zweite, es gibt auch die ganzen Förderinstrumente, wie zum Beispiel auch die Investitionsförderung der Bundesregierung, die Sonderförderung, die noch bis 28. Februar dieses Jahres auch für Bauern und Bäuerinnen läuft. Positiv ist auch, dass wir erstmalig seit langem festere Erzeugerpreise verspüren, insbesondere im Getreidesektor. Das hat zwei Gründe. Nachfrage getrieben ist es vor allem China, wo die Auswirkungen der afrikanischen Schweinepest großteils verdaut sind und die China dabei ist, wieder Schweinebestände aufzubauen. Es ist aber vor allem auch das Angebot, das nicht überschwänglich ist. In Südamerika war es zu trocken. In Argentinien streiken die Hafenarbeiter, in Russland war es ebenfalls zu trocken und dort macht man sich mit Zöllen und Exportbeschränkungen Grenzen für den unbegrenzten Handel. Was heißt das für unsere Bauern? Nun, der Nassmais wird hoch, notiert relativ hoch, deutlich über 120 inklusive Mehrwertsteuer. Der alte Trockenmais ist sehr gut vermarktbar. Es sind jetzt Preise bis 200 Euro inklusive Mehrwertsteuer möglich, bis knapp unter 200. Wir haben als Genossenschaft uns auch zur Aufgabe gemacht, den heimischen, das regionale Getreide zu fördern, den regionalen Getreideanbau zu forcieren und bieten interessante Kontrakte an, unter anderem für Futtergerste. Futtergerste möchten wir mit 20 Euro über die Wiener Börse bezahlen, mit einem garantierten Mindestpreis von Euro 170 inklusive Mehrwertsteuer. Ja, und die Sojabohne ist überhaupt ein 6-Jahres-Hoch seit langem. Wenn man es direkt umrechnet von Chicago, müsste der Erzeugerpreis bei 460, 470 Euro liegen. So viel wird es vielleicht im Herbst nicht werden, aber die Sojabohne ist stark, ist kräftig. Und wir versuchen als Genossenschaft, dass wir da vielleicht auch bis zum Frühjahr, bis zum Anbau Fixpreiskontrakte zusammenbringen, die also durchaus auch einen hohen Preis garantieren. Was wir allerdings auch merken, sind mittlerweile leichte Inflationstendenzen. Das ist einmal der knappe Frachtraum insgesamt, der knappe Schiffsraum auf den Meeren. Wir merken oder wir vermuten, dass die höheren Sparguthaben die Menschen noch mehr gespart, weniger ausgegeben, weniger für Reisen, für Gastronomie, dass dieses Geld durchaus dann auch sehr schnell in die Wirtschaft fließen kann, wenn die Stimmung passt. Könnte preistreibende Tendenzen haben. Die internationalen Handelsbeschränkungen treiben ebenfalls etwas zur Preissteigerung bei. Und nicht zu unterschätzen ist, das merken wir auch in der Genossenschaft, das fehlende Fachkräfteangebot, das nach höheren Löhnen schreit und das natürlich ebenfalls einen gewissen Preistreibungseffekt haben wird. Bei der Energie haben wir eine schon steigende Tendenz von Tiefpunkt im April des Vorjahres von 19,60 Dollar, wo die Sorte Brent notierte auf 55 Dollar mittlerweile im Jänner. Damit passt sich auch der Düngerpreis an, die sehr tief waren im Juni und mittlerweile knapp zweistellig zugelegt haben, immer noch günstig bleiben, aber durchaus deutlich teurer sind als zur Einlagerungszeit. Bei Saatgutpflanzenschutz erwarten wir uns ein stabiles Preisniveau. Da dürfte das Thema eher die Verfügbarkeit und die Sortenerhältlichkeit das Thema sein, zumal ja die Kommunikation durch die Pandemie heuer noch immer erschwert ist und man nicht genau weiß, wie viel da noch möglicherweise am Markt ist. Zusammenfassend, das Jahr 2021 sollte, sofern es die Witterung zulässt, das Jahr wirtschaftlich erfreuliches und zufriedenstellendes werden. Die Bauern erhalten auch wieder etwas mehr an Sicherheit. Mitte des Jahres sollten ja die Trilog, die GAP-Verhandlungen abgeschlossen sein. Und Mut macht auch die Situation in Deutschland, wo es den Bauern gelungen ist, durchaus in Verhandlungen, Landschaftsverbindung mit dem Handel, durchaus das eine oder andere Zugeständnis zu erhalten, wo man in eine neue Form des Dialoges eintritt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen alles Gute für 2021.